Das älteste und stärkste Gefühl ist Angst. Die älteste und stärkste Form der Angst ist die Angst vor dem Unbekannten. Zwei der wichtigsten Elemente, die das Grauen in den Geschichten von H.P. Lovecraft definieren, sind die Existenz von etwas Fremdem, Unbegreiflichem in und jenseits unserer Welt und unsere Ohnmacht im Angesicht dieser Dinge. Die bekannteste Manifestation dieses Fremden in den Stories von Lovecraft sind die Alten oder The Deep Ones, wie sie im Original heißen. Wesen, die einerseits in den Tiefen des Alls lauern und jederzeit über unsere Welt hineinbrechen können, die aber in Teilen noch auf der Erde verweilen, wie etwa der große Cthulhu in seiner Stadt Rillier in den Tiefen des Pazifischen Ozeans. Die Geschichten um den Cthulhu-Mythos sind mit Sicherheit die am meisten gelesenen Werke Lovecrafts, und auch im Bereich von Filmen und Videospielen sind es diese großen, düsteren Figuren, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Will man allerdings die Essenz dessen verstehen, wie der Autor seinen Horror aufbaut, sollte man seinen Blick meiner Meinung nach auf eine ganz bestimmte Geschichte richten, in der die großen Alten höchstens im Hintergrund agieren. In keiner Erzählung von Lovecraft wird das Spiel mit der kompletten Hilflosigkeit gegenüber etwas völlig Fremden, Unbegreiflichen so elegant und grauenhaft umgesetzt wie in Die Farbe aus dem All von 1927. In der Kurzgeschichte reist ein Landvermesser in ein abgelegenes Gebiet westlich der fiktiven Stadt Arkham. Auf einem weitläufigen Heidegebiet entdeckt er ein verlassenes Bauerngehöft, das auf ihn eine unbegreifliche abstoßende Wirkung ausübt. Er kehrt nach Arkham zurück, wo ihm der Einsiedler Amy die Geschichte des verlassenen Hofes erzählt. Der Leser erfährt hier von dem ungewöhnlichen Schicksal der früher auf dem Hof lebenden und mit dem Einsiedler befreundeten Familie Gardner, bestehend aus dem Vater Nahum, seiner Frau und drei Söhnen. Alles beginnt mit einem Meteoriten, der nahe des Brunnens auf dem Grundstück der Gardners in die Erde einschlägt. Eine Gruppe von Wissenschaftlern untersucht eine Probe des weichen Gesteins, die nicht abkühlt und sich gegenüber allen Behandlungen völlig reaktionslos zeigt, aber stetig zu schrumpfen scheint, bis sie sich letztendlich in nichts auflöst. Er war nicht von dieser Erde, sondern ein Bestandteil des unendlichen Alls und besaß als solcher außerirdische Eigenschaften, die außerirdischen Gesetzen gehorchen. Wie in so vielen Geschichten Lovecrafts geschieht der Aufbau recht langsam, beinahe schwerfällig, mit Erklärungen von Forschungsvorgängen und wissenschaftlichen Prozessen. So bemüht sich der Autor, seiner Geschichte eine Art zweite Grundierung in der Wirklichkeit zu verleihen. Die erste ist die, dass die Geschichte eben mehr oder weniger normalen Menschen in einer mehr oder weniger normalen Welt passiert. Die zweite ist dieser wissenschaftliche Aspekt, der auch in das hineinspielt, was bei Lovecraft das Horrorelement des verbotenen Wissens um die unbegreiflichen Dinge da draußen ausmacht. Dadurch, dass die Mysterien um Bücher wie das Necronomicon und die fremdartigen Alten in Lovecrafts Geschichten nur sehr wenigen Gelehrten zugänglich sind, wird für den Leser die Idee plausibler, dass diese Dinge wirklich existieren, man aber einfach nichts davon weiß. Nachdem der Leser im besten Fall bereit ist, nun seinen Unglauben gegenüber den Ereignissen fallen zu lassen und sich voll und ganz auf die Geschichte einzulassen, streut Lovecraft die Vorzeichen des Grauens. Dies tut er nach wie vor aus zweiter Hand durch den alten Einsiedler, der die Geschichte erzählt. Und wieder wird es uns so leichter gemacht, die Erzählung anzunehmen. Denn wer hat nicht schon merkwürdige Erzählungen über Menschen und Orte gehört, an denen mal mehr und mal weniger etwas dran war? Bei einem nächtlichen Gewitter schlagen mehrere Blitze in den Meteoriten ein, der diese magisch anzuziehen scheint. Und am nächsten Morgen ist von dem Stein nichts mehr übrig. An dieser Stelle verblasst das Interesse von Wissenschaftlern und Öffentlichkeit und Familie lebt zunehmend in einer Isolation, die zu einem der Grundmotive der Geschichte wird. Der Einsiedler Amy berichtet darauf von zunehmend merkwürdigen Entwicklungen. Zunächst scheint etwa die Obsternte des Bauern Nahum besser als je zuvor, die Früchte sind groß und von ungewöhnlichem Glanz, stellen sich aber als völlig ungenießbar heraus. Das ganz und gar Fremde, Falsche, auf das der Leser hier vorbereitet wird, findet sich bereits in den Säften dieser fiebrig glänzenden Früchte. Dann kommt der Winter und Amy bekommt die Familie Gardner immer seltener zu Gesicht und wenn er sie doch einmal trifft, sind sie schweigsam. So kann Lovecraft die Ereignisse beschleunigen, da größere Zeitabschnitte abgedeckt werden, in denen sich die folgenden verstörenden Ereignisse abspielen. Gleichzeitig wird das Motiv der Isolation immer durchdringender, da man sich in den nicht erzählten Zeiträumen die alleingelassene Familie auf ihrem Hof fast zwangsweise vor Augen hält. Die
Hunde der Familie sind jeden Morgen verstört. Pflanzen auf dem Hof wachsen größer als gewöhnlich in merkwürdigen Farben und mit einem abstoßenden Geruch an sich. Die Bäume um das Grundstück scheinen sich auch zu bewegen, wenn es windstill ist. Überall fanden sich diese hektischen, prismatischen Varianten eines zugrunde liegenden, krankhaften Farbtons. Ab diesem Punkt rückt nun immer weiter der Einfluss in den Mittelpunkt, den diese seltsamen Umstände auf die Familie haben. Paranoia und ein generelles Unwohlsein schleichen sich in die Erzählungen um die Gardners. Die ganze Familie Gardner nahm die Gewohnheit an, verstohlen zu lauschen, obwohl sie nicht wusste, worauf sie lauschten, in der Nacht Ausschau zu halten, ohne zu wissen, wonach sie Ausschau hielten. Emmy, der Einsiedler, ist zu diesem Zeitpunkt der Letzte, der die völlig von der Welt abgeschnittene Familie noch besucht, und selbst diese Besuche werden seltener. Ein Jahr nach dem Einschlag des Meteoriten verfällt dann die Frau von Nahum Gardner dem Wahnsinn und schreit aus Angst vor Dingen, die sie nicht begreift. Irgendetwas würde ihr weggenommen, irgendetwas würde aus ihr herausgesaugt. Es drängt sich etwas auf, das nicht sein dürfe. Jemand müsse es wegtun. Nachts sei nichts ruhig. Die Wände und Fenster bewegten sich. Als die Kinder von Nahum Gardner zunehmend Angst vor ihr bekommen, sperrt er seine Frau in die Dachkammer, wo sie kurze Zeit später nur noch auf allen Vieren herumkriecht und kein Wort mehr spricht. Im September zerfallen die Pflanzen um das Haus zu grauem Staub. Nahums Frau ergeht sich in Schreikrämpfen. Dann ereilt auch einen der Söhne, Thaddäus, der Wahnsinn, als er zum Brunnen geht, um Wasser zu holen. Er war mit einem Eimer losgegangen und mit leeren Händen zurückgekehrt, schreiend und mit den Armen um sich schlagend, und verfiel ab und zu in ein albernes Gekicher über die beweglichen Farben dort unten. Auch der Sohn wird zur Mutter ins Dachgeschoss gesperrt, wo sie beginnen, sich gegenseitig Sachen zuzuschreien, in etwas, das wie eine Sprache aus einer anderen Welt wirkt. Dann verschwindet auch der zweite Sohn. Nahum zieht los, um ihn zu suchen, und zwei Wochen vergehen, in denen der Einsiedler Emmy nichts mehr von ihnen hört. Irgendwann entschließt er sich, zum Hof herauszufahren, wo die Familie nun ganz sich selbst überlassen war, mit was auch immer sich dort eingenistet hat. Und den Rest solltet ihr wirklich selbst lesen. Das Grauen, das Lovecraft hier aufbaut, kommt, wie zu Anfang gesagt, aus der Fremdheit von dem, was geschieht. Und an keiner Stelle gibt es wirklich einen Kampf gegen dieses Fremde. Es herrscht ein völliges Ausgeliefertsein der isolierten Familie gegenüber dem, was sie heimsucht. Dadurch, dass wir als Leser die Geschichte nur aus zweiter Hand und mit großen zeitlichen Lücken hören, bleibt mindestens so viel der schrecklichen Entwicklung unserer Fantasie überlassen, wie erzählt wird. Wie eine Familie reagiert, von Tag zu Tag lebt, wenn zwei ihrer Mitglieder wahnsinnig sind und zusammen eingesperrt, sodass man ihre Schreie durch das ganze Haus hört. Wie man weiterlebt, wenn die ganze Welt um einen fremd und bedrohlich wird, wenn die eigenen Kinder in Angst und Wahnsinn leben. All diese Dinge werden nicht detailliert beschrieben, aber sie sind ständig im Hintergrund vorhanden und verstärken den Horror von dem, was uns erzählt wird. Der Horror des H.P. Lovecraft ist immer auch ein psychologischer, eine Spirale von Ohnmacht, Verzweiflung und Wahnsinn. Und in kaum einer seiner Geschichten ist diese Spirale so eindringlich und konsequent ausgearbeitet wie in Die Farbe aus dem All.